Es war in dem Gebiet hier mal so ein bisschen funky, hier irgendwie rauszukommen. Dab, 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 funky, yabi, yabi, dab. Aha, ja. Ich nehme den zivilisierten Weg. Habe ich eigentlich auch einen anderen Finisher damit, wenn ich jemanden one-shotte? Weiß es Gott nicht Ach, mehr hier, aus dem Gedächtnis. Schwamm drüber. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Ah. Aber hey, schwamm drüber. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. What the? Oh shit! Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Was hast du angestellt? Ich hab den Zorn eines kleinen Beutedurchgeknallten auf mich gezogen. Der kam aus der Tonne, ich hab ihn nicht gesehen, auf einmal hatte ich eine Shotgun im Nacken. Er fand's nicht so toll. Der schöne Vorteil, wenn man Leute auf Entfernung wiederbeleben kann. Ja, du kannst da oben stehen und mich heilen. Hab ich gerade. Mhm. Heile, heile, Shadow. Splat! Du nicht Healing! Einmal die Viecher mit so einem One-Punch zerlegen, ey. Weil's Not tut, ne? Ja, cool. Warte mal. Genau. Erstmal das. Tina ist wichtiger. Tiny Teenchen, Held der Erde. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn wir das DLC spielen können. Oh Gott, ja. Viel zu Meridium. Mhm. Copter. Copter. Miau, piss off. Mach mal einen Kopf da. Bleib doch hier, du. Alter, ja, natürlich, genau wenn ich hier ganz Serker gehe, verpisst sich das Vieh da, wo ich nicht hinschießen kann. Jetzt willst du auf einmal. Alter, dir sag ich was, ne? Ich hab hier was für dich. You dirty Vieh. So. Alter! Paff! Eieiei. Nimm das Gurkenglas. Ich nimm das Gurkenglas. Which is literally a Gurkenglas mit einem Wahrkit drinne. Jetzt musst du nur noch Prinzessin Jessibad finden und mir ein bisschen Eisenschrott von den Koptern holen, damit du meine Teekanne daraus basteln kannst. Ah, Kopter jagen. Ich hol ein paar Kopter und schnapp dir die brennenden Teile. Ach ja, und die Crumpets noch. Da müssen wir hier unten rein. Oh, und du kannst unterwegs gerne ein paar Crumpets organisieren. Crumpets! 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 Meine Beine sind zu kurz. Die Idee war gut. Ach, guck mal. Oh Gott, das sind viele Kopter. Wir brauchen viel für eine Teekanne. Das Mädchen ist durstig. Oh, Crumpets. Yay, dann haben wir die schon. Oh Mann, warum hat dieses Mädchen so viel Charakter? Charakter. Weil sie klein und unschuldig und niedlich ist. So denn? Irgendwo da vorne müssen die Teile sein. Ah. Irgendwo hier. Ach da. Got it. Dann brauchen wir noch eins. Ja, da hinten liegen die Crumpets, aber... Wieso? Crumpets haben wir doch schon. Echt? Hast du selber aufgesammelt. Ja, aber waren das hier mehr? Du bist abgehakt. Wir müssen noch einmal aufsammeln. Oh, stimmt, ja. Ach, das andere ist Prinzessin Fluffy Butt. Yay!
Das ist ja ganz romantisch bei den Banditen rum. There we go. Da ist das Teil. Okay. Ich hol schon mal Fluffy Butt. Yay. Das müsste... Ja, hier. Hier hockt sie. Du hast Prinzessin Fluffy Butt? Oh Mann. Diese Party wird die volle Supersause. Jetzt wollen wir nur noch ein Helikopterteil. Komm zurück, du Arsch. Das Schlimme ist, es liegt irgendwo eins, aber ich habe keine Ahnung wo. Das ist genug Schrott, um okay. Alles zu machen. Echt? Du bist der Beste. Du bist der Beste. Ich weiß. Und bevor wir das machen, einmal gehen wir mit dem Schwamm drüber. Schade, ich habe erwartet, ich könnte den Helikopter von Zug locken. Oh shit. Ich bin jetzt, glaube ich, schon ein bisschen zu weit weg. Ja, das Ding ist, ich glaube, die nächste Wiederbelebestation dürfte Narantina sein. Ja, warte aber nochmal. Weil ich wollte eigentlich jetzt kurz hier das mit Schwamm drüber machen. Ein Schwamm drüber? Geh mit dem Schwamm drüber. Das ist der Schwamm drüber, Blues. Wo ist er denn? Ja, warte, ich bin da sogar schon fast. Ja, ich bin da auf den Fersen. Das war ja zum Glück keine lange Quest. Nö. Bisschen Iridium aus dem Vieh geprügelt. Was ist denn dein Problem? Du. Das hab ich mir schon gedacht. Falle! Ich hab dich belogen! Niemand bringt mich unbeschadet um! Niemand! Oh nein, wie unabsehbar! Ja, wer hätte das gedacht? Also ich bestimmt nicht. Bester hey. Plot ever. Den Oscar hat er sich verdient. Oh, du kriegst den Punch deines Lebens, Junge. Paff! Ja, auch die Leute wegzupunchen. Der Knockback davon auch. Oh Gott, weißt du was das heißt? Wir dürfen gleich mit Match 6 spielen. Oh, stimmt, ja. Oh. So, ist jetzt mal... Alter, wo kommt ihr alle her? Aus dem Haus da hinten. So. Du Arsch! Ich nehme die Shotgun, würde ich sagen. Die ist besser. Du Arsch! Jetzt rennt der weg. Ja, Teeparty. Klar, der Klassiker in jedem Shooter. Rennt vor dem Medic weg. Teeparty. Dein Glück, dass es zu Tina geht. Tinchen! Wackelskloppen. Was ist Zielen? Hier ist ein Sirene-Klassenmod. Hä? Aber ich glaube, der ist nicht so dolle. Dein Geld. Karma, vielen Dank für deine 10 Euro Spende. Das Karma bewirft dich mit Geld. Unfair. Bist du schon tot? Nö. Fuck you. Irgendwie spammt auf Discord. Ich habe gerade dieses typische Nachrichtengespamme gehört. Ob sie auf dem Server ist ein bisschen weit, aber ich guck gleich mal nach. So. Ich glaube. Sehr erfreut, sie zu sehen. Fluffy Butt. Ist Tina geholfen, alle Sachen über die Teeparty zu besorgen. Jetzt muss nur der Ehrengast eingeladen werden. Jetzt zur Einladung der Ehrengäste. Hey. Der Server ist tote Hose? Was? Warte mal. Dann lass mich mal ganz kurz nachgucken. Auf dem Server ist tatsächlich nicht so viel los. Da ein Meme wurde gepostet. Zoe hat Stream. Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt.
Im Zweifelsfall hat Alex mich wieder mit irgendwas random angeschrieben. Probably. Er mag mich. Egal, was ich sage. Ach ja, Flashstick. Oh, das war nervig, oder? Nicht mal, also es ist weit easy. Wir dürfen jetzt halt nur nicht mit irgendwas auf ihn ballern, was großartig Brandschaden oder so macht. Okay. Es war so, wir müssen ihn da jetzt irgendwie... Ja, ja, wir müssen ihn ja rüberlocken. Und wenn wir ihn halt mit irgendwas abknallen, was übertrieben Schaden drückt... Ja, Problem ist da, ich sehe jetzt schon Schocknomaden, also... Ja, aber der triggert ja erst, wenn wir doch vorne an das Haus gehen. Werden. Da ist er! Flashstick, der Ehrengast! Lock ihn hinter meine Wohnung, ich erledige den Rest. Komm mit. Okay, versuch du mal Flashstick anzulocken, ich spiel mal mit denen hier. Ich versuch's. Ah. Ah. Fuck! Oder so? Ja, ich hab nicht gesehen, dass ich low on health war. Ruhig bleiben. Ah, ich hab leider gerade keinen Facelock zur Hand. Jetzt rennt er weg. Oh, der Arsch! Komm her. Komm her, Fleisch. Ja, ja, ja. Na, jetzt hat er dich. Ah! Hm? Ja, komm. Ja, komm. Komm, ja, komm, 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 komm. Ich hau dich. Ja, komm. Boah, scheiße. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht erwische. Same. Flashstick, komm mit. Komm mit, Fleischhaufen. So, ich halte dir auf. Ja, ich hoffe, er verfolgt mich. Oh, oh nein. Hm? Nein, warte mal. War ich das? Na, scheiße, ich hab was mit Explosionsnova als Schild. Oh, fuck. Ah, du hast ein Explosionsnova? Da hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ach, und dann hat er dein Schild geprockt, ne? Ja, oh, scheiße, die waren dann. Es ist jedes Mal dasselbe. Okay. Ah, jetzt müssen wir. Ah, jetzt müssen wir die nochmal neu annehmen. Oh, da muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich den Schild irgendwie wegkriege. Doof. Hi. Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast fehlt. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party. Hab ich denn gerade noch einen anderen Schildzahn? Natürlich nicht, dann nehme ich dich erstmal so raus, so. Bin ich eine squishige Beefy? Scheiß Flashstick. Der Fleisch. Na, Problem ist halt, dass da so viele andere noch bei sind, die nerven. Ja, ja, also wir dürfen jetzt erstmal nicht in die Zone rennen. Wir müssen jetzt erstmal drum aufräumen. Ja, wobei, ich glaube, jetzt sind sie alle tot. Nee, da ist Goliath schon wieder. Erstmal die entsorgen. Ist nur Ruhe? Nuru? Da ist der. Ja, okay. Flashstick, der Ehrengast. Flashstick. Ich erledige den Rest. Komm mit. Kannst du hier längs? Was läuft denn nicht? Nee, das Wasser ist knietief. Nee, er ist einfach nur retarded. Oh. So, folg mir. Ist okay, ich hab mein Schild draußen. So, beleg mich mal. Ja. Oh Mann, Alter. Zieh dein Gesicht auf und zeig es deiner. Wenn hier jemand beinahe stirbt, dann ich! Vielen Dank. So, jetzt müsst ihr mir eigentlich immer noch folgen, ja. Nochmal triggern. So dann. Ja, das Problem ist, wenn du. Wenn er dich killt, dann, ne? Nachher rennt er wieder weg. Ja, aber solange ich wiederbelebt werde. Ja, das meine ich. Oh. Nee, geh mal weg. Komm. Ich mach das mal. Sonst zur Not pushe ich ihn. Ups.
Was meinst du, warum ich das mache? Weil dein Punching umlegt. Ich konnte nicht wissen, dass ich ihm das Rückgrat aus dem Leben prüge. Weißt du, er wiederholt die ganze Zeit, ich bin One Punch Man. Jetzt, ups. Saitama, fick dich. Da will ich eine Teeparty schmeißen. Lass mich da mal versuchen. Womit? Willst du ihn schlagen? Nee, ich bin tankiger als du. Sein Name ist Flechtig. Nur so am Rand. Muss halt zwischendrin mal stehen bleiben, damit er weiter an der dran hängt. Da ist er. Flechtig, der Ehrengeist. So ein Dickface. Lock ihn hinter in meine Wohnung. Ich erledige den Rest. Ja, guck mal, der Cockface. Mir macht das nämlich so gut wie gar nichts. Mann, you fucking dickhead! Das ist halt der Punkt. Ab und zu muss man ihn wieder nochmal auf sich aufmerksam machen. Fuck. Was machst du denn jetzt? Komm her. Einmal. So, komm mit. Na gut, auf die Art kann ich dich wenigstens Insta wiederbeleben. Ah, alles für Tienchen. Komm mit jetzt. Ich glaube, er mag mich. So, there we go. Alter. Es wundert mich eigentlich, dass Mordecai nicht drauf gebonnert hat. Und hey, Life Force. Ich denke mal, das haben die absichtlich gemacht, weil das wäre echt sonst ein bisschen assi. Er macht das oft und gerne. Flechtig ist auf dem Klo. Macht sich hübsch für das große Ereignis. Party kann beginnen. Zeit für die Party. Oh boy. Du bist der Kellner. Triff Mr. Sparks dort drüben, um Mr. Flechtig hereinzubringen. So, zum Spaß darfst du jetzt mit ihm spielen. Deine Eltern haben bestimmt geschrien, als sie draufgegangen sind. Shadow, komm mal kurz her. Lass uns doch mal ein Statement klarstellen. God bless this house, my protect. Ach so. Ihr wolltet schon immer mal wissen, wer Pandora kommt, USA. Ach ja. Welcome! Bam! Wo will denn der hin? So ungespült. Ja, ne? Die wollen alle Tee. Hab ich Tee gehört? Geil, Crumpets! Alter, nimm unseren, die klauen unseren Tee! Ich hab Crumpets gerochen, ich hab es genau gerochen. Das wird jetzt nicht wehtun. Oh shit, noch so einer. Geschenke, wow. Okay. Weiter, so wie du es gewohnt bist. Oh, aber natürlich doch. Aber natürlich. But of course. Wenn die Leute sagen, immer Gastfreundschaft wäre so kompliziert. Ja. Alter, dieser Punch! Ich finde den so geil! Er hat einen neuen Liebling gefunden. Ja, dieser Punch, es ist einfach so. Dieser Knockback zusammen mit dem Rest ist einfach so cool. Nein. Prinzess, es ist kühl für die Jahreszeit. Was meinen Sie, Mr. Fischstick?
Du bist ja komplett irre! Oh, sicher. Dein Arsch steht auf meiner Visitenkarte. Okay, hab dich. Oh fuck. Das war meiner! Ich hab gedacht, ich halt mal einfach drauf. In der Hoffnung, dass einer von uns beiden ihn kriegt. Aber das war meiner! Da stand mein Name drauf! Das war mein Tofu! Stimmt doch gar nicht. Gut, dass du zusehen musstest. Der Tod deiner Familie hat dich stark gemacht. Wie mich! Flash! Beef! Noch ein Crumpet, Princess? Paff! Einmal das Leben aus so einem Zwerg geprügelt! Oh, ich liebe das! Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen! Also, das ist wohl kaum die angemessene Tierparty-Konversation, Mr. Sparks! Eieiei. Sehr gut. Das ist ja schön, was kreiert. Ja, ne? Das Problem ist, meine Shotgun macht das immer von sich aus. Ja. Ich zieh meistens gar nicht auf den Kopf, aber das ist dieser Flächenschaden von der. Paff! Prügel das Leben raus. Oh, scheiße, ein Badass Goliath. Ach, hast du eine schöne, süße Knarre. Nee, bleib du mal stehen. Okay. Noch einer? Ach Mensch. Ach guck mal, das hält ihn jetzt sogar vom Digitieren ab. Seltsam. Okay. Ja, schön. Nun, das war eine reizende Teeparty. Garçon? Ich will auch Tee. Ich auch. Ja, warum ist alles hier so... Paff! So teeartig. Echt mal sad fanboyed über Mercys Waffe, aber meine Shotgun ist einfach mal dreimal so geil. Oh, ja. Ich hab eine Teeparty und trink meinen Tee. Mr. Flashstick muss uns verlassen. Dich kenne ich doch. Du solltest tot sein. Ein interessanter Standpunkt, Monsieur Flashstick. Mr. Sparks, was denken Sie? Nein, es tut mir leid. Nein, tut es dir gar nicht. Die beste Teeparty der Welt. Ich hab nichts für dich. Nee, Mann, hab keinen Job für dich. Oh Mann. Geh weg. Danke für die Kohle. Das Schlimme ist, die Pistole, die man von ihr kriegt, ist eigentlich sogar voll gut. Nee, hab nix. No. Nee, Mann, hab keinen Job für dich. Mann. Ich will Tienchen nicht verlassen. Ah, sie kommt ja wieder. Aber Tienchen. So, jetzt haben wir nur noch... Ja, den Zug. Erwischt den Zug. Ergo, Willem. Yay, mal gucken, wie schnell der platzt. Ja, das kann ich mir sogar gut vorstellen. Ich habe Raketen nochmal nachgestockt, also wenn ich den mit meinem Raketenwerfer treffe. Ich habe den gestern im Alleingang über den Haufen gefahren, ein paar Sekunden. Ja, wenn du Korrosionswaffen hast, ist der in 0,nix tot. Erstmal zu Tode gefaced seine zwei Reparateure. Shadow? Warum liegt hier Iridium rum? Ich habe keine Ahnung, Mann. Oh, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Was haben wir denn hier? Meins. Mensch, das hat Not. Ja, ne? Das sah gerade komisch aus, wie du versuchst, das da hochzuklettern. Ja, er wollte irgendwie nicht hochklettern gerade. Ups. Stupse sie einfach in den Bauch, wenn ich den Sprengstoff hochjagen soll. Ich muss ihn fernzünden. Oh, hoppla. Ich höre den Zug. Er kommt. Countdown. 10, 9. Ich mag ihre Art zu zählen.
Geile Best Idee. Kid ever. Der Kammerschlüssel ist noch auf dem Eisschelf. Klettere auf das Wrack, um ranzukommen. Nimm das Rohr auf den Zug, denn sonst gibt's das vor dem Bug. Das ist ein Rap-Song von mir. Oh, ich dachte, es gibt noch Dubstep. Ja, nee, das kommt noch. Das kommt noch. Aber Dubstep. Durchsuch den Zug. Wahrscheinlich bewahren sie den Kammerschlüssel im am stärksten gepanzerten Waggon auf. Ich glaube, ich habe soweit alles aufgestockt, ja. Pistolenschussschaden, das ist ein scheiß Kanserker-Mod. Korrosionsschild nehme ich. Gib auf dich Acht. Gib auf dich Acht. Macht ja sonst keiner. Hey! Fick dich hart. Ich hab jetzt durch, weil jetzt wird auch wieder ein neues Spiel begonnen. Das ist schön. Okay, so. Dann wollen wir doch mal gucken. Also auf jeden Fall haben wir danach wieder ein Level Up, so fühlt man sich, ja? Oh ja. Ach stimmt, jetzt kommen hier noch ein paar Loader. Fahrzeugkontrolle. Ihre Papiere bitte. Punch a Robot. Das ist kaputt. Irgendwie wollte er nicht, ne? Er war ein Pazifist. Er wollte nur ein Freund sein. Lass uns Freunde sein. Alter, er wusste nicht, dass die internationale Art auf Pandora Freundschaft zu schließen und Schlag in die Fresse war. Ja. Einfach zu den anderen gedroschen. Doink. Doink, die Doink. Doink, Doink. Zack. Zack. So. So toll bist du gar nicht ohne deine Reparatur. Hä? Och, steh auf. Steh auf. Hilfchen machen kannst du später. Ja. Yeah. Was jetzt? Yes. Ach, der lebt noch. Nicht mehr. Hoho. Einmal schön feste draufhauen. Bleib mal stehen. Fühlen sich besser? Alter, wie schnell das Ding voll heilt. Ja, wenn du halt mal still hältst. Wenn ich das gleiche bei mir machen könnte, wäre es noch geiler. Von der Hunde kannst du nichts töten. Sehr freundlich. Von der Hunde kannst du nichts töten. Doch. Boing. Ich meine es nur gut mit ihm. Ich meine es nur gut. Boom. Okay. Kabumba-bum. Warum auch immer hier noch eine Waffe rum, noch eine Waffenkiste ist. Keine Sorge. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Oh je. It's Willy. Das ist eine Falle. Der Kammerschlüssel ist nicht im Zug. Mission abbrechen, Soldat. Sorry, aber gegen Wilhelm hast du keine Chance. Das wollen wir sehen. Hi, Willy. Alle gekillt, ohne selbst einen Kratzer abzukriegen. Wenn's zu heftig wird, flieh. Roland irrt sich, Kammerjäger. Du kannst Wilhelm besiegen. Ich verspreche es dir. Oh, I can and I will. Um genau zu sein. So. So, ich hab genug. Irgendwie habe ich den gestern Befriedigender über den Haufen gefahren. So.
Hol, was meinst du? Kann er, hat er die Erlaubnis zu sterben? Ja. Okay. Ich meine, er hat lang genug gelitten. Alter, das macht nicht so, ist nicht so toll, wie ich mir gedacht habe auf Papier. Ja, der kleine Scheiße steckt schon ein bisschen mehr weg, wenn man zu zweit spielt. Ja, doch. Okay. Alter, du scheiß PVC-Loader, verpiss dich. Genau. Einmal kriegen wir ihn nicht, das, hat er seine Schilde nicht die ganze Zeit. Nur eben. Level. Super. Ich hab halt keine Raketen mehr jetzt. Er braucht schon Raketen. Wow, was hat er gerade eben so viel Damage gemacht auf einmal? Ich stand hinter ihm und hab mir in den Arsch geballert. Wilhelm hat einen Energiekern fallen gelassen. Schnapp ihn dir. Laut meinen Sensoren ist der einzige. Wow, so einen Energiekern habe ich noch nie gesehen. Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt. Warum bringst du ihn nicht her? Den Kammerschlüssel haben wir vielleicht nicht gefunden, aber wenigstens wird Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein. Das war eigentlich relativ chillig, ja. Bravo, Champagner, Applaus, Gratulation, langsames Klatschen. Ihr habt euch den verdammten Energiekern geholt, was? Ich habe euch gewarnt. Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Zieht euch warm an, Kammerjäger, denn jetzt ganz richtig für euch. Sorry wegen der Falschinfo. Ich dachte wirklich, der Kammerschlüssel wäre in dem Zug. Nächstes Mal mache ich das wieder gut. Ich bin in Sanctuary. Die Biers gehen auf mich. Was meinst du, Bloodwing? Am Ende läuft das doch wieder alles selber. Alter, meine Feuerrate ist jetzt plus 21%, wenn mein Schild down ist. Hey Ryder, vielen Dank für deine 20 Euro Spende. Alter. Guten Tag auch drei. Oh, jetzt gibt's erstmal wieder einen großen Erfahrungsschub mit dem anderen Zeug. Der Denkende. Hier, die Spreche, die Stimme von Handsome Jack ist auch, der Ansager in Pokémon Stadium 2. Muss man wirklich den Sprecher mal googeln, das ist schon echt interessant, was der alles hat. Mir ist bewusst, dass wir Zoologen alle Geschöpfe der Natur achten sollten, aber mal ehrlich... Ich glaube, er hat auch ein paar Pokémon gesprochen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nee, Bisasam hat er nicht gesprochen. So, sonst haben wir jetzt nichts mehr, also können wir die Quest so abgeben, ne? Ja, wollte Klepfel nicht noch Geburtstag feiern? Das haben wir doch schon gemacht. Achso, nee, warte. Ich glaube, das kommt später. Ist er noch nicht offen? Nee. Hm. Immer feste drauf und den brauche ich jetzt nicht mehr. Dein Geld ist wertlos. Dein Geld ist wertlos. Deine Mutter ist wertlos. Nee, sonst haben wir... Ach, doch, warte mal, hier. Hier oben gibt's noch eine Quest. Willst du's krachen lassen? Eine Horde Gesindel schürft draußen im Tundra-Express nach Eridium. Du sollst herausfinden, warum sie das Zeug fördern und du sollst sie umlegen. Reihenfolge spielt keine Rolle. Stimmt, das können wir noch machen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier... Wir gehen da mal raus und bringen den Kern an, oder? Ja. Und dann das mit dem Tundra-Express können wir gleich sowieso machen, weil wir dann sowieso wieder außerhalb sind. Hui. Müssen wir uns nicht dann sowieso erstmal durch die Highlands ballern? Durch The Fridge? Stimmt, wir müssen durch The Fridge, ja, genau. Durch den Kühlschrank müssen wir. So ungern ich Hyperion-Technologie einsetze. Der Kern, den du vorhin angebracht hast, ist fast ausgebrannt. Einfach raus. Jetzt ramm den Kern fester rein als ein Messer in eine Trashikana-Brust. Sorry. Komische Redensart. Okay, ich schätze, wir sind im Gesch...
Was zum Teufel? Ich glaube, es wird langsam Zeit, dir mein kleines Geheimnis zu verraten. Angel arbeitet für mich. Deaktiviere Sanctuary's Schilder, Jack. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Das ist kein Energiekern! Raiders, die Schilder sind unten! Die Schilder... Gut gemacht, Angel. So, jetzt killen wir ein paar Kammerjäger. Verdammt, was ist los? Hat irgendwas den Schild durchdrungen? Der Schild ist unten, Roland! Oh Mann, los, bringt jemand die Leute in den Untergrund! Au. Hey Leute, ich hab ne richtig schlechte Idee. Scooter, bring Angel. Das wird nicht klappen! Da würden alle dabei draufgehen! Die Stadt kann doch nicht fliegen, Lilly! Du hast deine Befehle, Scooter! Los! Was hast du da schon wieder eingebaut? Ich hab gar nichts. Der arme Mann ist so verwirrt, er schlägt die Luft. Okay, ja, eben. Du musst nur noch den letzten Schalter aktivieren. Okay. Okay, wir sind soweit. Alle Mann bereithalten. Der muss wegballern. I need healing. Wir sind tot. Du hast unsere gemeinsame Zugfahrt. Hast du das Iridium? Ich brauche es. Geh zur Ortsmitte. Wir sind irgendwie zu schnell für das Spiel. Ja, ich glaube auch. Was hat denn der Shuttle im Angebot? Wir sind so schnell, ich kann ihr jetzt erst das Iridium geben. Wir sind ein bisschen zu schnell fürs Spiel. Verdammt, sorry, das war keine Absicht. Aber wir sehen uns auf der anderen Seite, versprochen. Gib Gas, Scooter! Was hast du jetzt schon wieder kaputt gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht! Ich wollte nach Frankreich. Nicht das Thema schon wieder. Na, wobei, hier ist es schön kühl, hier bleibe ich. Ja, eben, also beschwer dich nicht. Doch. Das ist Grönland, okay. Da haben wir geparkt. Habt ihr nicht drauf, eine fliegende Stadt? Was glaubt ihr, Penner, sonst noch zu besitzen, das euch dabei helfen könnte, eine Chance gegen mich zu haben? Eine Sirene. Tackchen. Ruhe. Einfach nur Wie blöd. Ich weiß, dass du gerade sauer auf mich bist, aber wir haben nicht viel Zeit. Ich erkläre dir alles. Gehe einfach zu The Fridge. Das ist der einzige Weg in die Highlands. Lilith hat deine Stadt vielleicht gefaced. Vielleicht hat sie deine Stadt gefasert. Gefasertasert? Gefasertaser. Die Stadt wird getaserfaced. Nicht das Thema schon wieder. Ach ja. Ihr Kammerjäger, Angel einfach so vertraut habt. Ist euch nie in den Sinn gekommen, dass sie für mich arbeitet, was? Bei den letzten Kammerjägern war es genauso. Aber ganz ehrlich, diesmal war es viel witziger, euch reinzulegen. Solange es dir Spaß macht. Ja, der Mann ist langweilig in seiner Bonzenvilla da oben auf dem Mond. Why can you do this? The memes. Only $3.99. Danke, dass du den Köder geschluckt und den Energiekern beschafft hast. Was ist noch eine Quest jetzt? Von Claptrap. Öfe hochjagen. Ach ja, warte mal. Ist das nicht hier? Guck mal, ich gleich mitnehmen. Der Eismann kommt. Das ist ja fröhlich, dass er was sprengen darf.
Nein. Die Hälfte davon hat er absichtlich gemacht. Das vor allem. Nee, das war wirklich keine Absicht. Wie vorsichtig der plötzlich fährt. Honk, honk, honk. Es ist echt peinlich, mit dem gesehen zu werden, wenn er Auto fährt. Leise, du Arsch! Wie kommt ihr drauf, dass ich Fahranfänger bin? Ich bin Fahrexperte. In der Deppenliga. Ist hier Nomaden City oder was? Na klar. Na klar. Nomaden Town. The boys are back in town. Viva Las, schau mal, es ist lustig, weil chillen so viel wie entspannen bedeutet, aber auch frieren heißen kann. Es ist immer schön, wie wir die Leute gar nicht ausreden lassen. Es ist Claptrap, er labert eh nur Scheiße. Kommst du klar? Sekunde. Scheint mir nicht so. Ohne Zumba esse ich. Ich sehe unser Auto. Oh, das ist doch schön. Du bist ja nicht weit. Dann kannst du ja klauen. Nein, die blöde Station hat mein Geld genommen. Sie tragen Mützen. Oh ja, stimmt. Jetzt haben die halt die Gegner manche Mützen auf. Oder? War das nicht so? Also jetzt hast du halt frierende Gegner. Ah ja, stimmt, die frieren halt. Okay. Och. Haut er mir ins Kreuz. Oh, geht doch. Und baff. Zack. Okay, komm. Yay. Ja, echt mal, sie haben einfach Mützen aufgesetzt, Alter. Es fällt denen auch ein, ne? Ich zu Schweine. $3.99. So, hast du die Waffenkiste oben mitgenommen? Ja, hab ich. Da waren Raketenwerfer drin. Na dann. War ganz witzig. Da. Scheiß billig Shit. Sagen, geh doch drauf, Mensch. Eieiei, die waren aber am Ende stur. So, das war doch schnell und easy. Ja, eben. Die Quest geht ja mal relativ zügig. Ich will mal kurz anmerken. Hm? Unser Auto hat gerade vor Angst gezittert, als es dich gesehen hat. Sag mal doch. Ich erinnere mich. Ich kenne den Kerl. Der fährt scheiße.
Oh Gott. What the fuck? Soll ich schon mal vorgehen und einen Kaffee trinken? Kannst gleich zu Fuß gehen, wenn du so weiter nörgelst. Ich kann mir auch ein eigenes Auto holen. Gott. Jetzt will ich mal sehen, wie du das machst. Easy. Unfassbar, dass du meinen schönen Witz nicht kapiert hast. Eigentlich brauche ich ein Schild, der genau... Wenn er down geht, das ist nicht so, ne? Und den Energiekern beschafft hast. War schwer, den Kammerschlüssel aufzuladen, wo doch Rolands Kumpels dauernd meine Iridiumminen angegriffen haben. Na. Steigert Gesundheitsstatistiken. Habe ich denn das aufgehoben? Bis bald, mein Freund. Iridium. Hast du mir mein... Ich farm gerade Iridium, geh mir nicht auf den Sack. Da, guck, Iridium. Der hat mir mein Auto geklaut. Ach Göttchen. Holst du dir jetzt aus Trotz ein eigenes? Ja. Oh Gott, süß. War ich halt allein. Oh. Ich glaube, ich habe ihn gemobbt. Du kannst deine Freunde wieder treffen, wenn du The Fridge durchquert hast. Ich habe keine Freunde. Ja. Aber mein Lilith. He is fucking invincible. Okay. Was ist denn dein Problem? Parkplatz. Willkommen im Ministerium, du Wichser. Hat du Spaß da unten? Ja. Oh Gott. So. Och ja, diese Kristalle. Eine geile Währung. Schlag es und es gibt Geld. Schneise. Damn. PUBG Peter, vielen Dank fürs Followen. Du bist also nicht Fortnite, Kalle. Du bist PUBG Peter. Haben wir da unbewusst wieder Trends gesetzt? Ich wollte gerade sagen, hatten wir das nicht letztens erst? Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Ja, maximal Dings brauche ich ja hier nicht. Ich brauche irgendwas. Voll aufgeladen verursacht der nächste Schuss zusätzlichen Schaden. Lädt schneller. Das ist eigentlich genau, was ich brauche. Leider ist Fortnite Kalle schon vergeht. Moment, du hast dir jetzt echt den Namen gemacht, weil wir das letztens in dem Stream. Nee, komm. Oh, warte, der hier ist noch besser. Ja, ich verkauf den anderen wieder. Ja, ich habe einen gekauft, der gegnerische Kugeln absorbiert. Ja, doch, bei einem Typen, der dual-wieldet. Ja. Das ist praktisch. Zwar nur die Hälfte an Kapazität, aber da ich ja sowieso drauf procke, wenn ich hier, Dadurch hatte ich Zugriff auf die Verteidigungsanlagen von Sanctuary. Warte mal, ich schalte nur mal kurz das Slaughterhouse als Dings. Ah, ne, warte mal. Ist ja schon da. Ist ja schon, das ist ja hier, ganz vergessen. Aber das Slaughterhouse machen wir jetzt nicht, ne? Das machen wir ein andermal. Wenn wir da jetzt reinspazieren, dann werden wir geschlachtet. Stimmt. Zu Anfang geht's noch, aber ich glaube, danach sind die sehr schnell sehr stark. So, die ersten drei Level könnten wir mit Krach schaffen. So eine Tunnelratte! Ich geh hin und verpasst den Dirnhaken.
Und los, mein Junge. Du hässlich. Mir geht's so gut. He doesn't feel so good. You don't feel so good. Soll ich vielleicht auch mal auf den Gegner schießen? Ich bin immer nur auf Shadow. Alter, wie meine Feuerrate hochgeht. Wenn mein Schiff, wenn ich down bin. Oh, fuck. Schlechte Ideen sind nicht so gut. Keine Sorge, das wird wieder. Ach, steh auf. Ach, steh auf. Ach, fuck, warte. Den da kriege ich gleich. Da. Da ist er. Got him. Wo sind denn alle, wenn ich was zum Töten brauche? Haben wir auch. Ja, fucking. Fucking Rocket. Ach ne, hier. Ha! Ich hab einen Wreck erwischt. Oh, 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 warte, den Smack kriege ich. Oder so. Schon wieder. Das ist eine 14. Hier sind wir 3 Level über den, also. Ja, aber wenn da halt so ein ganzes Rudel auf dich losgeht und du den nicht regenerieren kannst. Ja, auch wieder wahr. Zwerge punchen! Seit 5 Jahren habe ich Roland und seine Freunde mit einer Lüge dazu gebracht, die Kammer zu öffnen. Ich sagte ihnen nämlich, das sei nötig, um Pandora vor einem großen Übel zu bewahren. Jack wusste, dass er mit dem Meridium aus der Kammer ein Vermögen verdienen konnte. Ah, shit. Aber er war zu feige, sie selbst zu öffnen. Durch mich hatte die Kammerjäger die Drecksarbeit für sich erledigen lassen. Ne Scheiße. Ich bin so leicht, Leute zu manipulieren. Oh, dann mach kein YouTube. Mach deinen Beauty-Channel dicht. Spoiler, kannst du wahrscheinlich bald sowieso nicht mehr. Oh, weißt du, wo ich mich ja so richtig drauf freue? Na? Einmal Scooters Ex-Freundin und dem Ragman. Oh, Ragman, ja. Ragman. Der war toll. Gibt das so viel Geld durch diese Kristalliken? Das ist ein großer Wreck gewesen. Oh, oh, was hat denn der fallen lassen? Keine Ahnung, hier explodiert alles. By the way, ich finde die Gegner hier finde ich so cool vom Design her. Vor allem, die sind so dynamisch im Kampf. Sie stampfen einfach. Ja, nicht mal. Sie schießen ja auch noch ihr Zeug ab und du musst halt wirklich auf die Schwachstelle gehen. Und sie sehen dann auch noch so cool aus. Ja. Ich meine, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe generell so ein Fable für so Kristallmonster, sag ich mal. Er hat so ein Yu-Gi-Oh! Deck gespielt. Nicht mal. Witzigerweise, das Deck fand ich immer irgendwie ziemlich scheiße. Ah, du meinst die Kristallmonster, ja? Ja, die ist auch scheiße zu spielen. Spielt sie auch ziemlich kacke. Ich hab mir mal angeguckt, wie so ein Deck funktioniert, aber irgendwie hatte ich da nie Spaß dran. Ich hab noch eins gebaut, ist sinnlos. Du musst halt gucken, dass du da halt alles Mögliche in deine Zauber- und Feindzone kriegst. Praktisch. Dass der doch reinpasst. Ja, ne? Ich meine, hast du es gesehen, wie? Der wurde da rein komprimiert. Einmal falten, so funktionieren Pokebälle, Kinder. Georg. Muss mal eben meinen Namen ändern. Spyromaniac. Moin, moin. Moment, warst du PUBG, Peter? Wer von euch war alles Peter? Wer von euch war PUBG, Peter? Vor mich merkt jetzt, ich lasse die ganze Zeit schon die Aufnahme konstant laufen. Ach, macht nichts. Ich muss die eine Session sowieso rendern. Also von daher. Yay. Kann ich die hier auch einmal am Stück aufnehmen und dann rendern? Das macht den Cola auch nicht mehr fett. Hey, warte auf mich! Du hast keinen Grund mehr zu trauen, das weiß ich. Aber wenn du Jack davon abhalten willst, den Krieger zu kontrollieren, brauchst du meine Hilfe. Denn ich weiß, wo der Schlüssel ist. Er ist bei mir. Ich find's niedlich, wie ein Auge bei dir schräg links hängt. Lass mein Auge in Ruhe, ja. Ach Gott, sind das niedliche Klassenmods. Ich lache später. Ja, das sind echt schlechte Mods. Für Assassin ist hier einer, aber...
Ah ja, hier Highlands. Oh. Nee, alles okay. Gut. Ich guck dann auch noch mal kurz bei mir rein. Ich schaue standardmäßig immer beides noch. Gesundheitsregeneration wäre bei mir sogar richtig gut. Also ja. Gesundheit! Vor allem, du greifst mich mit Slack an. Nee, Korrosion. Ah ja, Korrosion, ja. Ich kann nicht auch slacken. Oh nee, komm nicht jetzt. Jetzt müssen wir eine Menge Loader blattwalzen. Und? Ich bin der Hammer. Hey Killer, ich hab die Stadt gefaced. Jo, was habt ihr denn zu? Maximale Geschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit. Um zu den Crimson Raiders zurückzukehren. Ich markiere dir die nächste auf deinem Echo-Gerät. Das einzig Nervige, was jetzt hier kommt, sind Stalker. Ja, genau, die meine ich. Stalker. Oh nein, die Phasenwelle muss Sanctuary aus dem Schnellreisenetzwerk gelöscht haben. Okay, geh zu der Iridium Extraction Plant in der Nähe. Ich glaube, ich weiß, wie ich dich zu deinen Freunden zurückschicke. Wow. Ich habe dich nie gelernt. Du bist wirklich die einzige Person. Bis auf das noch einer mal gesagt habe, hey, nimm das mit. Und Mordecai hat er vor langer Zeit besiegt. Sie können dir helfen, zu ihm zu kommen. Aber Angel, würd's dir was ausmachen, aus meinem HUD zu verschwinden? I mean, ne? Ach komm, es gibt schlechtere Auswahl. Auch wieder wahr. Zum Beispiel Ellie. Kommt drauf an, welche Stelle von ihr. Nicht mal das. Ja, jetzt bist du wählerisch. Ich will nicht ein gigantisches Softporn-Mauspad als Bildschirmhintergrund haben. Oder als HUD. Das ist genau wie Lukoa als Waifu haben. Du realisierst einfach, du kommst zu nichts mehr am Tag. Auf jeden Fall brauchst du keine Matratze mehr fürs Bett kaufen. Nee, und Kopfkissen brauchst du auch nicht mehr. Darf ich mal kurz anmerken, wie geil der Sonnenuntergang hier aussieht? Gerade wenn wir hier da jetzt nochmal runtergucken. Mal so hochgucken. Ich finde ihn besonders gelungen, wenn Gegner brennen. Ja, ne? Natürlich ist der genau dann krepiert. Ich bräuchte was zum Töten. Hallo. Das ist ein Stalker. Shadows of Chernobyl und so. Ich hab genug von dir. Hi, guys. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. How's your sex life? Dead. How's your sex life? Dead. Klassischer Deadpool. Punk. Okay, muss man eine andere Waffe verwenden. Big okay, Mom im HUD. Okay, das wäre disgusting. Also im Prinzip Ellie nur mit Teufelskräften. Das Schlimme ist ja mal, Ellie ist nicht so unattraktiv. Ich will sie trotzdem nicht die ganze Zeit in meinem HUD rumwabbeln sehen, sorry. Ja, aber wenn du die Wahl hättest zwischen Big Mom und Ellie, sei ehrlich. Ja, da muss ich nicht entscheiden. Alleine charakterlich, Ellie. All the way Ellie. Ja. Es sei denn, sie mag dich nicht, dann hast du ein Problem. Ja gut, Big Mom würde dich einfach essen. Sie verarbeitet dich einfach nur zu Schrottteilen. Ja gut. Blöde Lufthansa. Exploding Punch. Oh, kriegen wir ihn nicht nachher von Hammerlock so diese eine Mission mit diesem abnormal starken Thrasher? Yep.
Was zur Hölle? Das sah gerade merkwürdig aus bei dir. Instant Wiederbelebung. Das meine ich nicht mal. Ich habe gerade gedacht, deine Leiche wäre durch die Gegend geflogen. Technisch gesehen war ich es. Oh, wo habe ich auf einmal wieder so viel Munition gehabt? Wow! Steh auf und töte. Stand up and fight, you cunt! Weniger denken, mehr Löcher machen. Löcher, da kann ich. Löcher kann ich machen. Weirdest Boner ever. Oh, verflixt! Oh, Junge! Die Durchsage hier von dieser Ding ist auch mal geil. Habt ihr auch mitgeschrieben? Genau, hier. Junge, Wolf, komm noch. Knopf drücken. So, jetzt? Achso. Technologie, sowas kennst du nicht. Du hast auch du hast da was im Gesicht, Alter. Musst du gerade sagen mit deinen Kackwürstchen. Ey, lässt du wohl meine Würstchen in Ruhe. Es werden ja nicht mal diese Kackwürstchen als Kriegsvermahnung, sondern auch dieses Triefauge. Jetzt willst du aber echt Krieg anzetteln, wa? Ach, du willst Krieg? Da kommt gleich ein Loader zu vormöbeln. Ach ja. Wir müssen einen Lunar-Versorgungstransmitter stehlen und die Mondbasis dazu bringen, dir eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit zu schicken. Damit kannst du Sanctuary wieder ins Schnellreisenetzwerk einspeisen. Kinderleicht. Naja. Oh, Junge, Wolf brauche ich auch noch. Genau. Und dann sage ich drei Jahre lang, dass ich Half-Life 3 mache und mache es nicht. Oh, Junge. Shadow. Was? Falsches Tor. Hey. Ja. Oh ja, stimmt. Guck mal. Overlord! Noch nicht, aber fast. Wie kann man den kleinen Rabauken allein lassen? Löffelchen. Was nehme ich denn? Alter! Deine Nervensäge da oben. Ach, stimmt ja. Hm? Wenn ich einen Gegner gefacelockt habe, regenerieren wir jetzt 2% Gesundheit. Oh. Da war ja was vom Skillen. Eine Menge Zeug. Dort wird mein Radio gefressen. Richtige EZ. Nimm halt den.
Tieralalalala. Wow. Alter. Der knallt. Ja, der tut weh. Lalalalala. Vor allem der Schild von dem Vieh. Schild ist super scheiße. Halt die Schnauze, du blöder Toaster. Dann hat er was nach Spaghetti. Du brauchst einen ruhigen Ort, um den Wasch zu aktivieren. Begib dich zu der Ortschaft Overlook. Spielst du auf PC oder Konsole? Ich spiele auf PC. Aber mit dem Gamepad. Sie werden uns nicht stören. Sie werden nicht wissen, was über sie kommt. Ich hab nichts mehr. Ich glaube, du hast nichts mehr. Ja, ich weiß. Ach, die Highlands. Ah, Schottland. Ich darf wieder fahren. Ja, das ist es, was ich an euch Schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann, zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, bla 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 bla. Und der Typ greift mich mit einem Löffel. Mit einem Löffel. Und ich lach nur und löffle ihm seine Augäpfel damit aus dem Kopf. Und seine Kinder, alle so. Echt jetzt? Und ach, du hättest das sehen sollen. Jedenfalls, Moral von der Geschichte. Du bist ein Miststück. Ah, Aussicht genießen. Ach, verdammt, der hat mich gesehen. Geh weg. Kusch. Geh weg. Verschwinde dich, gibt's gar nicht. Ah, there we go. Echt jetzt? So. Das Problem ist... Wer hat jetzt beschissen geparkt, ne? Trotzdem raus, du Wichser. Das will ich sehen. Das Glas, vielen Dank für den Bit. Siehste, suck it. Ich hab besser geparkt als du. Ja, da kommen wir nämlich nicht mehr raus. Überall, wo ich parke, kommt man ja noch raus. Warte mal, müssen wir nicht... Ah ne, warte, hier. So weit müssen wir doch gar nicht. Ich dachte, wir müssen da nochmal über die Brücke, aber wir sind von der anderen Seite jetzt gekommen. Jetzt über die Brücke. Du hast Overlook gefunden, ja? Das war mein nettes kleines Städtchen. Ich hab Overlook gefunden. Ist überschaubar, ne? Bergbauaktivitäten ladet das hier raus unter Schädelfrost. Die armen Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Sobald du deine Anfrage bearbeitet, solltest du eine Schnellreisestation haben. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Das ist eine wichtige Info. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und... Angel, das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel? Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe. Schütze den Transmitter. Oh, hier kommt gerade voll der Wind rein. Wenn du nicht mal mit diesen Loadern fertig wirst, bin ich echt enttäuscht. Overlook hatte erneut weniger Verstöße gegen die Ausgangssperre als Jack. Geld. Schwupp. Der Krankenhaus geht mir was von Arsch. Der Raketenwerfer, den ich mir gekauft habe, ist für einen Arsch, der zielt überall hin, nur nicht dahin, wo ich will. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, nur dass es ein Single-Shot ist, was es noch trauriger macht.
voraussichtliche Bearbeitungszeit 3 bis 6 Wochen. Nein! Ich verändere ein paar Daten. Mal sehen, ob ich das beschleunigen kann. Angel, was zum Henker machst du da? Ich habe deiner Anfrage eine höhere Priorität gegeben. T-Bone Junction kommt sicher ein paar Monate ohne Medikamentennachschub aus. Bestimmt. Ja. Wer braucht schon Medikamente? Eben. Medikamente sind überbewertet. Ich meine, guck uns an. Wie oft haben sie uns schon gesagt, ihr braucht Kopfauermedizin? Gut, dass man den immer so reparieren kann, ey. Sonst wäre die Mission echt nervig. Eieiei. Explosion Punch! Steh auf und kämpf. Wenn du schon liegen bleibst, dann bleib auch liegen. Oh, komm schon. So gut, wenn so ein Reparaturboot direkt von mir bleibt. Können wir das jetzt einfach so aussitzen? Ich meine. Lass hier mal. Ja, die schicken ja auch gleich wieder einen großen. Ja, aber. In der nächsten Welle kommt ein Konstruktor. Aber der tut doch gar nichts. Ich sehe mal, was ich tun kann. Schick die Constructors. Ich will, dass diese Bastarde sterben. Jetzt! Sprich weiter. Oh fuck. Wir kommen in meine bescheidene Lade. Keine Gewehr. Leb wohl, mein Freund. Ich hab was für dich. Alien verkündet stolz, dass ihre zweijährige Lieferung an Medikamenten verdoppelt wurde. Der Mensch, wenn alles schwieriger sein könnte, ist ja alles gut. Hast du gehört, Shadow, alles ist gut. Ja, alles ist gut. Ja. Nee. Weißt du noch, als die marodierenden Roboter bei uns gewesen waren? Ich meine, das war wie gestern. Ja, das war gestern. Echt? Schon wieder? Ja. Wenn die jungen Leute keine Hobbys mehr. Ja. Die sind jetzt alle in diesem Internet. Gibt's den Scheiß immer noch? Dachte, den hätte es abgeschafft. Nee, das ist mal. Ich hab gehört, sind sie bei. Es ignoriert nur jeder. Lese lieber ein paar Bücher, paar gescheit. So schönes Märchen vom Bruder Grimm. Ist überhaupt nicht brutal oder so. Aber Finger weg von manche Sache. Ich hab gehört, 3 Musketiere. Also, so unter uns. Ich hab ja nichts gegen das Auto, aber ich hab gehört, es war Mohrenkopf. Ja, schlimm ist mit der Gesellschaft, ja. Da lese lieber so Sachen wie diese Shifty Fates of A. Ja, aber das war ein fesches Mädel, die mag halt ein paar Watschen hinter dem Kopf, aber ansonsten. War ihr wirklich, war ein ganz nette Mädel. Ja. Sollten wir irgendwann wieder den Status quo erreichen, wo man so als Tagesgeschehen redet, erschießt mich. Oh Mann. Ah, fuck! Ja, aber ich hab denn du gemacht? Ich bin da. Ja, da. Ich musste genau dann nachladen, wo der Badass fast tot war. Naja, erzähl mir nicht, du hast doch irgendwo eine Fischstulle gefunden. Ich sag dir gleich, was ich getan hab, Mensch! Du hast doch Fisch gehabt. Ich muss jetzt mal das Ding hier heulen und dann gucken wir weiter. Weißt du, rennen wir hier mal ein bisschen aus, ihr Schnauze voll mit euch Kackbratzen. Immer voll mit der an seiner scheiß Parabolantelle rum. Ich suche mein Fisch, wo ich in Ruhe, du Kackhuhn. Hält mir doch Lachs mit deinem blöden Fischhühnchen. Du kannst mir mal selbst, weil du Arschgeuge. Geh deinen Nordsee fressen. Ich tue es auch, meine Güte. Meine Fresse, immer am Rumzicken, als hätten sie einen Lapskaus selbst erfunden. Das hab ich auch. Siehst du, was passiert ist? Jetzt haben wir alle eine Lachsvergiftung wegen dir. So wie Lachsvergiftung, sowas gibt das gar nicht. Das hast du dir ausgedacht. Dich hat er mal ausgedacht. Du bist selber ausgedacht. Gar nicht wahr, nimm das zurück. Simmst du selber zurück, du Nödelkorb.
Ah, du Blödbottel. Schnödeldirne. So, du, da musst du es ausbaden. Mir wurscht, ob du Bock hast. Du kennst mich mal selber, du. Siehst du, wo du zu dem Roboter musst, deswegen die ausbaden. Ich habe gerade hochbrisante Ware bei Warnells Armageddon bestellt. Ach ja. Schließlich ist die Konkurrenz mörderisch. Oh nein. Du musst die Sendung so schnell wie möglich abholen. Ja. Ein bis drei Monate Zeit, okay. Sanctuary. Jetzt werden wir erstmal mit Mission geflutet. Ja, jetzt haben wir wieder diesen einen Moment im Spiel, wo du wieder mit Mission geflutet wirst. Alter, ihr habt so viele. Ach, hier die Mission, warte mal. Ah, die eine Mission, wo es egal ist, wen du beschuldigst. Ich bin der Marshall. Der da war's. Einer von den Gatter-Vierlingen. Der hier, das ist ein Skinhead, der da. Oh ja, schieß du mal. Du kannst dich daneben treffen. Und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit habe ich nicht. Okay, wenn du meinst. Falsch! Tschüss, ihr Arschlöcher! Ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Hättest du dich mal schlau gemacht? Das Ding ist allerdings... Egal wie schlau du dich machst, es ist nie der Richtige. Es ist der da. Das Schlimme ist, die Waffe, die man von dem kriegt, ist sogar gar nicht mal schlecht eigentlich. Die Lore. Die ist richtig gut eigentlich. You betrayed the Lore. Ich glaube, die nehme ich auch mal. Was war noch mal? Irgendwas war doch mit der. Warte mal. Der da. Ja, der Nahkampfschaden, 100%. Komm vorbei! Ich habe Arbeit. Jake hat meinen Privatsafe aus meinem Laden gesprengt. Mein kostbarster Schatz könnte bereits zu irgendwelchen Banditen sein. Du musst zurück zu diesem monströsen Krater und mir meinen Safe wieder beschaffen. Oh ja, das Scar. Ja, sein größter Schatz. Ah, plus zwei Kaugummi mit mehr Skill. Ganz einfach. Ja, das war für dich. Hm? Kaugummi mehr? Plus zwei? Hab ich schon. Den habe ich gerade drin. Wenn wir schon mal gerade hier sind. Annehmen kann man ja alles. Ja, eben. Ich rede jetzt einmal schnell mit der Hauptstory. Die Stadt ist jetzt vielleicht sicher. Oh gut, du bist nicht tot. Seine Art zu sagen, wow, du bist der Hammer, freut. Klar. Stimmt, und jetzt haben wir auch unseren vierten Waffenslot. Gäbe, wir alle tot. Oh, endlich. Plan. Oh geil, das heißt, ich kann ja meine Assault Rifle doch wieder reinnehmen. Und wir wissen immer noch nicht, wo er den Kammerschlüssel versteckt hat. Dabei kann ich euch helfen. Du? Verdammt, du solltest uns doch nie mehr kontaktieren. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Nein. Ja, hören wir Busch aus! Verdammt! Hey, wisst ihr noch, wie sie uns erzählt hat, die Kammer wollte? Er ist bei mir. Ich lade den Kammerschlüssel auf. Sprich weiter. Der Schlüssel lädt sich alle 200 Jahre selbst auf. Jack ist geduldig, aber nicht so geduldig. Er nutzt meine Kräfte, um den Schlüssel gewaltsam mit Iridium aufzuladen. Wenn ihr mich findet, findet ihr den Kammerschlüssel. Der Kammerschlüssel befindet sich in meinem KI-Kontrollkern über 1000 Cuts, geschützt durch drei unpassierbare Sicherheitshürden. Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht. Alter, der hat drei Missionen für uns. Feindabschreckungsfeld? Sowas wie eine Todeswand? Es ist ein Feld aus purer Nimm erstmal alles an und dann gucken wir mal, wie wir das am schlausten machen. Zu atomisieren. Also ja, eine Todeswand. Dahinter liegt die zweite Hürde. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Was ist das, Pyromaniac? Das bist du denn? Noch übler. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp.
Macht, was ihr wollt, aber versprecht mir, was egal, auch passiert, was du kaufst, aber lasst kauf Lilith was. Keinesfalls Lehren in meine Räume. Was soll denn das heißen, verdammt? Wollte sie uns in eine Falle locken, hätte sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wenn wir die Schlampe killen, bin ich dabei. Falle hin oder her. Wenn jemand sie abschalten kann, dann du. Mach dich auf ins Hyperion-Reservat. Ich glaube, ich weiß, wie die erste Hürde zu überwinden ist. Hier, das ist nicht meine Lieblingswaffe, aber sie könnte dir nützlich sein. Na, geht doch. Yes. Endlich die Waffe von Moxie bekommen. Ach, die? Ja, die ist für mich gut. Hm. Die Vibratorwaffe. Hallo, Söldner. Hell Vibrator. Oh nein, Slappy's Unhappy Ending. Ein Thrasher, der mich mal fast getötet hat. Oh nein, das Scheißding. Das Ding ist so kacke. Mein Rache-Durst fordert, dass ich ihn töte. Heute, mein Freund, wirst du der Arm meiner Rache sein. Vergiss den Arm nicht mitzunehmen. Nimm meine Hand. Ach ja. Achso, du nimmst schon die letzte an. Hast du die Hand mitgenommen? Ich gehe, ich mache. Reicht's von diesen verdammten Erdbeben? Ja, aber ich war echt gut. Oh, Old Slappy hat mir bei unserem letzten Zusammentreffen einige Gliedmaßen abgenommen. Ich hoffe, der Geruch meiner Extremitäten wird ihn aus seinem Versteck locken, um es zu Ende zu bringen, sozusagen. Es mag Leute geben. Ich gehöre nicht dazu, die Slack-Experimente für unmoralisch halten. Und in der Fridge haben wir noch eine vergessen. Geld für die Lieferung von Testergebnissen. Aber da müssen wir sowieso wieder hin. Alter, so viele fucking Missionen. Der Fridge, da lag ja, glaube ich, per Lock dann eben das mit der Redman rum. Das muss man ja so finden. Stimmt. Cause Caverns. Das ist einfach nur Killzeug. Ui, jetzt haben wir die Riesenauswahl mal wieder. Ja, wo gehen wir jetzt hin? In den Highlands gibt's einiges. Highlands Outwash, Thunder, Tundra Express, Wildlife Wildlife Exploration Preserve. Da müssen wir ja hauptquestmäßig hin. Das heißt, das machen wir als letztes. Ich würde sagen, wir machen erstmal Tundra. Also wir arbeiten beides gut. Wir arbeiten uns mal so durch, würde ich sagen. Ich weine. You cry. You cry. Gerade in dem Moment, wo wir teleportieren, sehe ich auf dem scheiß Checkpoint-Automaten das dritte Iridium-Symbol. Ups. Fick dich. Bin ja mal gespannt, ob der Loot noch da ist, wenn wir wieder nach Sanctuary gehen. Fraglich. Ach, die Banditen. Ach ja. Ich meine, das ist jetzt hier gerade ein Gebiet, wo nur eine Dings ist, also von daher. Deswegen geht das hier, glaube ich, ganz schnell. Diese Kakerlake will nicht sterben, egal wie du auf die drauf schieße. Schwedische Mandeltorte. Schweden. Schweden haben generell manchmal merkwürdiges Essen, manchmal voll leckeres Zeug. Es sind halt Schweden. Ja, ich weiß. Vier geben nicht mal Erfahrung. Waste of my time. Aber die knacken so schön. Die knacken so schön. Klar, dass du Taubersack das nicht mitkriegst, während du eine Bombe hochjagst. Das war das. Yeah. Wann war denn das, wo wir den Zug sprengen sollen für das Geld? Das kam erst, wenn wir Dings aufgesammelt haben. Scheiße. Also jetzt habe ich später. Ja, also nachdem wir eigentlich unseren Banditenkönig rekrutiert haben. Ah. Ja, vor die DLCs zu machen? Ja. Das fragt er auch noch. Ja, eben. Du hast es zur Mine geschafft? Es ist ja nicht so, als ob wir jedes Mal die DLCs in diesem Spiel loben würden bis zum Kotzen. Das Iridium
Gut, dieses Canyon-Trainingsgewichse, das lassen wir mal schön weg. Boah, das habe ich nie gemacht. Weil alleine das einfach mal richtig unmöglich ist. Es ist machbar, habe ich schon mehrfach gemacht, solo. Aber es ist halt ziemlich belanglos. Du rennst im Kreis und sammelst Loot. Oh, auf Thanksgiving freue ich mich. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Kann Emma schön groß mal dazu hören? Ich mach schon mal hier hoch. Oh ja, mach mal. Wir sind Arbeit. Oh fuck, kommst du klar? Oh, ich hab hier gerade genug stehen, mal gucken. Na, geht da. Wo ist der denn jetzt? Wo ist der Goliath hin? Jetzt müsste ich auf die Schnelle zu dir kommen. Ja, das Problem ist. Jetzt hat sich die Ratte verzogen, ey. Da ist er. Jetzt lad mal heute noch nach. So, geht doch. Corporation möchte Ihnen und Ihren Männern $3,000 für jedes gelieferte Stück Iridium geben. Mit so viel Geld könntet ihr unzählige alkoholische Getränke zu nehmen. Was geht ab, Pipolini? Borderlands. Rumballern, yo. Oh je. Ich garantiere dir, Rumballern, yo, ist geil. Sollen wir ja gleich am Rad drehen? Die hat nochmal ein Verstärkungsrädchen, sollen wir? Ich meine, wenn wir nachher eh noch den Zug klauen, dann haben wir dann das dritte direkt schon erledigt. Auch wieder wahr. Aber es bringt uns eigentlich eh nichts, ne? Außer Loot und Blut. Weiß gar nicht, wenn man alle drei gemacht hat. Gibt, glaube ich, nur Badass-Ränge, also. Beatys. Ich glaube, auch ein einmaliges Achievement. Irgendwie in einem Dreh. Oh, egal. Badass Cred of Badassitude. Natürlich, das ist Talk DLC. Das ist auch ziemlich geil. Moment. Hat da gerade jemand gefragt, ob wir ein DLC nicht spielen, in dem Tina eine tragende Rolle hat? Was? Bitte was? Nein, das hat niemand gefragt. Gut, dann muss ich keinen umbringen. Lichtchen. Tienchen! Haben wir den vergessen? Möglich. Yo, lass uns was in die Luft jagen. Ach hier, ziemlich guter Eisenbahnraub. Ah, gut. Lilith hat gesagt, ein Zug voller Geld kommt in die Gegend. Diese Minenbanditen, die du bekämpft hast, verkaufen ihr Iridium gegen Bares. Geh zu dem Bahnhof, wo der Zug mit den Geldern ankommt, und dann machen wir einen schönen altmodischen Zugüberfall. Oh, so schön altmodisch. So richtig schön altmodisch? Es ist ein guter Tag. So mag ich's, schön altmodisch. Ja, ich hab gehört, so richtig altmodisch. Bessere Ware findest du nirgendwo. Ich meine, wer fährt heute noch Eisenbahn? Hallo. Das Internet ist sowieso bald tot, also fährt auch niemand mehr Eisenbahn. Nein, it wouldn't stay so. Ja, wir hatten das, ich habe den Stream heute extra ein bisschen früher angefangen, sodass wir einmal uns ausdiskutieren können, sodass wir jetzt sagen, so, wir haben jetzt diskutiert, was wir diskutieren wollten, jetzt ist Borderlands Zeit. Dafür muss man auch mal Zeit haben. Ja, eben, deswegen haben wir gesagt, komm, wir trennen jetzt mal den Abfuck von dem. Ja. Und du musst ihn benutzen, um die Banditen auszurauben. Ne?
Benutze Tinas Dynamit, um den Ausgang zu sprengen und die Gleise zu blockieren. Wir sind halt nur immer noch ein bisschen schockiert, dass das so respektlos vonstatten ging alles. Aber wie gesagt, also ich werde es kurz halten, aber wie gesagt, das muss ja auch erstmal jetzt durch das Parlament. Ja, wir haben, ich habe ja vorhin auch noch während des Streams einmal ein Video gepostet gehabt von der einen, war das Abgeordneten? Ich weiß nicht, von wem das war. Ich kannte die Person gar nicht. Wo ich hier gepostet hatte, wo man mir auf Twitter geschickt hatte. Die hat ja auch gesagt, von wegen, es ist ja noch nicht vorbei. Nee, ist es auch nicht. Besonders, um mal kurz an die Leute nochmal zu appellieren, die auf dem Server sind. Ich fand das eine Video, was unter Videos und Musik ist, was Big Chili gepostet hatte. Guckt euch das mal an, weil da wirklich ein Rechtsanwalt da mal erklärt, was eigentlich in diesen Artikeln drinsteht und was man dagegen machen kann. Dann mich unter dem Video ist noch so eine Petition, wo die dann wirklich dagegen angehen. Und das läuft momentan auch echt gut irgendwie. Das ist momentan irgendwie was mit 270.000 oder so und das Ziel ist 300.000. Also die Leute sind schon richtig gut dabei. Also ja, ich meine, wir hatten 244.000 bei der Petition jetzt und die wurden eiskalt ignoriert, also... Ja, wie gesagt, die Leute müssen ja nicht, aus dem Parlament müssen ja nicht so dumm sein wie die anderen. Das Ding ist halt, die Typen, die zuerst jetzt bestimmt haben, waren ja auch die Pfeifen, die vor alles abgenickt haben, von wem finde ich gut. Also dass das ignoriert wurde, war mir eigentlich klar. Das Ding ist einfach, was mich an der Sache so... Ich weiß, tut mir leid, ich weiß, das Thema ist jetzt eigentlich ein... Naja, ich sag noch einen Satz und dann ist gut. Das Einzige, was ich halt so behindert fand, war, dass 25 Leute quasi für das gesamte Internet abstimmen und dass die Sache einfach so knapp war. Einfach 15 Leute haben gesagt, ja, wir stimmen dafür und 10 waren dagegen. So, und ich dachte mir so, ja toll. Die 15 Leute sind richtig dumm. Ja, wegen den 5 Leuten dürfen die jetzt aber Tausende leiden, oder was? Ja, naja, wie gesagt, aber wir haben noch bis zum 4. Juli Zeit. Also Leute, wenn ihr helfen wollt, guckt euch das Video an, unterschreibt die Petition und bam, bam, bam. Kannst du das anheften vielleicht? Dann sehe ich das nachher auch nochmal. Ja, warte mal. Weil jetzt gerade kann ich ja nicht, ne? Shadow? Ja? Siehst du diesen Badass-War-Kid da drüben auch? Ja, Alter, da hinten, wieso steht da hinten ein Badass-War-Kid? Warum parkt er auf Loot? Ich will diesen Loot. Ja, warum parkt er auf meinem Loot? Was macht er da? Der Zug sitzt fest. Geldtresore werden freigelegt. Bitte Iridiumlieferung im Zug laden. Hier. Ich habe eine bessere Idee. Shit. Leg den Rest von Tinas Sprengladungen auf die Safes und sieh dir das Feuerwerk an. Oh ja, das macht immer Spaß. Ah, Tinchen hat die besten Bomben. Zugführer Notsignal empfangen. Bargeldzug Nummer 627. So, jetzt warum? Alter, der parkt da echt auf Loot. Gute Arbeit. Der ignoriert uns. Ich glaube, der hat es festgeklitscht. Jetzt ist er tot. Echt jetzt, du lässt mich hier alleine mit dem Zug spielen und spielst mit einem kaputten War-Kit? Ja. Hier unten so viel bedeutet ich dir also. Ja, hier unten liegt auch noch Geld, also von da. Na gut, bei Geld hört die Freundschaft auf, verstehe ich. Ist es viel Geld? Wo ist mein Geld? Auf dem Konto. Auf unserem gemeinsamen Konto. Lügen tust du, das tust du. Wir haben gar kein gemeinsames. Ach ja. Ich habe nicht mal einen Ehevertrag unterschrieben. Moment. Ach halt, es ist Mittwoch, die Leute erwarten das. Ja, scheiße, stimmt, heute ist Mittwoch. Als du es hast regnen lassen, ich so, verdammt! Alter, wie die Erfahrung rauscht. Vor allem, das war ist auch noch ein ziemlich guter Granatenmod, soweit ich das weiß. Das Ding spawnt so viele Bomblets, das... ne... Ja, 7... Ja. Und ich glaube, die spawnen... Warte, ich mach das... Ich schmeiß das Ding mal aus... Ja! Alter, ja, das Ding ist cool, das nehme ich.
Na, no, nicht so meins. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Ich nehme das Ding erstmal. Beehre mich nicht, sterbe, ich brauche dein Geld. Eat the raining man. So, das heißt, hier sind wir fertig. Ja. So, dann erstmal wieder Höhlenerkundung. Du meinst also, wir sollen nach Cozy Caverns. Fridge ist, glaube ich, Fridge. Wenn du herausfindest, was sie so in Rage, es gibt halt auch noch die Sachen in the Dust. Ich werde dir natürlich viel mehr als nur eine bare Münze Sanctuary Hole. Sanctuary Hole. Ab zu den Caustic Caverns mit dir. Das Ding ist, wenn wir der Fridge abarbeiten, können wir schon mal einen Haufen Viehzeug erledigen. Obwohl wir auch für später brauchen, oder was? Naja, zum Beispiel die Kristalliten. Stimmt. Wobei es sie auch in Caustic Caverns gibt, also. Ja, aber dann haben wir die schon mal weg. Jetzt müssen wir sowieso erstmal laufen. Mensch, jetzt den Zug nehmen. Oh, warte. Oh, warte. Ich glaube, die wollen Autogramm von dir. Ja, die wollen Autogramm. Nee, Bibi? Hm? Wolltest du nicht eben gerade noch irgendwas sagen? Wollte ich das? Ich weiß nicht. Du wolltest ich hab irgendwie noch einen Satz sagen. Ja, ich meine. Also habe ich doch nicht so eine Gedächtnislücke gerade. Nee, nee, sie hat angefangen mit: Ich will noch eine Sache sagen und dann. Hä? Ja, irgendwas wolltest du noch sagen. Ich hatte nur eben. Nur das letzte, was ich gesagt habe, war das mit dem Video. Mehr hatte ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt. Okay, hol, ich glaube, wir haben beide eine Gedächtnislücke. Leute im Chat, was habe ich gesagt? Bitte helft mir mal. Also im Zweifelsfall haben wir es auf Band. Also entweder sind wir blöd, sie blöd, wir sind alle blöd. Nee, wenn schon, ist keiner von uns blöd. Also entweder habt ihr Hallos oder ich bin einfach mega vergesslich. Naja, ich renne hier mit einem schießwütigen Hobbit durch die Gegend. Also Hallos ist so eine Sache. Echo sagt gerade, ja, das hatte sie gesagt. Habe ich danach noch irgendwas gesagt oder kam dann einfach nichts mehr? Wir verarschen euch gerade wirklich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe wirklich, ich habe literally eine Gedächtnislücke. Like, holy shit. Ich war damit beschäftigt, Leute zu hobeln und Ärsche zu treten. Die Nachbarn grüßen nie. Oh. Der Nachbar. Na, wie gesagt, jetzt haben wir ja erstmal zwei Wochen lang, was das angeht, zwei Wochen darf ich noch streamen und Dinge hochladen und erst dann kriege ich Maulkorb. Hoffentlich nicht. Das wäre echt scheiße, wenn doch. Warte mal, was? Da, hier war mal. Eko schreibt gerade so, du hast genau wie du es gesagt hast, alles gesagt. Also auch das mit dem Video und so weiter. Also war ich doch nicht dumm. Okay, cool. Was ging um Video? Ja, das, was Big Chili gepostet hat. Was? Vivi hat gesagt, dass ich weiter Streamboss bleiben soll. Das habe ich nicht gesagt, Big Chili. Ja dann? Ja dann. Das sind Dinge, da habe ich keinen Einfluss drauf. Wenn Vivi das so gesagt hat, wer wird schon Vivi widersprechen? Eben. Das ist mighty Vivi. Ich meine ja nur, ich meine, so viel HP hat er nicht mehr und Chris ist im Chat, also ich würde aufpassen. Ja. What the fuck? Bomblet. Rennt einfach an der Lootkiste vorbei. Ja, ich bin erstmal damit beschäftigt zu töten, ja. Ja gut. Du verdienst dieses große Bombenblatt nicht. Du verdienst die große Toblerone nicht. Ja. Keine Maulsperre für dich. Geil, dann darf ich also weiter streamen. Ja, den Maulkorb kriegst du trotzdem. Vor allem eine Sache, die ich jetzt mal ganz kurz diesbezüglich einmal einwerfen möchte. Ich habe letztens überlegt, ob ich mir jetzt schon DMC5 und hier
Was war das andere, was ich gesehen hatte? DMC5 und Resi 2 vorbestellen soll. Weil ich gesehen habe, das kann ich jetzt auf Amazon vorbestellen. Jetzt mittlerweile denke ich mir aber, gut, ich warte lieber erstmal, bis die ganze Sache gegessen ist. Was? Wie hat gesagt, dass Disney auch die Fußball-WM abkaufen wird? Das habe ich nicht gesagt. What the fuck? Also, Vivi, du bist sehr... No? Ja, habe ich das... Also, entweder... Also, ich weiß, ich habe es nicht gesagt. Also, entweder ist es gerade einfach absoluter Bullshit, oder es war Käse oder Keks, die das gesagt haben und ich wurde wieder nur verwechselt. Deswegen, aber Vivi, wir haben es alle gehört. Du hast diese typische Mickey-Stimme gemacht. Oh, ja, genau. Oh, Junge. Oh, Junge. Dann hast du Luftballonfigürchen gebastelt. Wir haben es alle gesehen. Und eine Sockenpuppe. Oh Gott, was sie mit der Sockenpuppe gemacht hat. Das war nicht jugendfrei. Sie hasst Socken. Hä, was, ich? Ja, natürlich. Ich hasse nicht Socken. Also, da hast du ganz andere Vibes rübergebracht bei der Armsockenpuppe. Chris, vielen Dank für deine Spende. Welche Sockenpuppe? Du weißt ganz genau, welche junge Dame. Nein, ehrlich gesagt nicht. Das wäre super, wenn du mich jetzt gerade mal aufklärst. Die Sockenpuppe, die am Ende so depressiv wurde, dass sie sich an einen Stützstrumpf gewandt hat. Ich hab keinen blassen Schimmer, worüber du redest. Oh, wie bist du da? Achso, hier. Ich bin gesprungen. Echt? Muss man springen? Nö, du kannst den Fahrstuhl nehmen. Ich bin gesprungen. Ich bin Hardcore, ich bin spontan, ich bin cool. Ich bin bald tot. Was? Ich dachte, Vivi hat gesagt, dass sie mich in die FF14 gehen einlädt. Ich war dann leider ewig nicht mehr on, to be honest. Welche von den 10 meinst du? Ich bin nur in 2 drin wohl. Ich weiß nicht, wo du... Weiß nicht, ob du aktuell mit mir... in gar nichts. Also, ich wollte gerade sagen, kennst du mich aus mehreren Paralleluniversen oder... Was? Wir haben das mit der Sockenpuppe alle gehört. Welche Sockenpuppe denn? Bitte erklärt's mir. Wenn das jetzt gerade irgendwie eine Anspielung auf was ist oder irgendwie so eine Anlehnung an irgendeinen Spruch, den ich mal gebracht habe. Ich verstehe ihn gerade nicht. Tut mir leid. Ohne Witz jetzt. Es ist halt die Sockenpuppe. Es ist halt dementsprechend wichtig. Wieso kriege ich immer so wenig HP bei dem Boskill? Das hat was damit zu tun, je nachdem, wie viel du spendest, weil mich... Das ist ein Overkill-Prinzip. Genau, also es wird quasi durch den Roboter da ausgerechnet. Und normalerweise, wenn du es gerade so schaffst, die Punktzahl von jemandem auf 0 zu bekommen, dann kriegst du so oder so, egal wie viel, immer 1000 HP. Eben, 1000 sind die Standardpunkte und der Rest, was man immer plus kriegt, das sind denn die Overkill-Punkte quasi. Sprich, alles, ja, was noch zusätzlicher Schaden wäre, wird dir noch als zusätzliche Leben angerechnet. Das Ganze läuft dann auf dem, wie gesagt, sogenannten Overkill-Prinzip. Overkill. Now it all makes sense. Danke, kein Problem. Ich fand, das klang einfach vom auf Papier einfach interessanter als das Standardsystem, was die hatten. Das sieht nicht schlecht aus.